Das kann man ja sofort mitsingen. Ein Mann für Amore. Klar. Irgendwie passt und irgendwie passt der Song auch überhaupt nicht zu ihm. Also es ist irgendwie so ein Zwiespalt, finde ich, wenn ich ihn so sehe, also so privat und dann auf der Bühne. War das 98, 99 oder war das, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe mit Anton aus Tirol und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Und dann habe ich ihn kennengelernt hinter der Bühne und total entspannt, also total netter Typ und der weiß auch genau, was er machen will und der weiß auch seinen Weg genau und das finde ich so toll an ihm.